Hallo und willkommen zurück zu Star Sand mit der Selina. Und ich bin jetzt gerade hier. Hier läuft Ziege rum. Die Gazelle. Oder Ziege. Ach, keine Ahnung. Ah, ich hasse das. Wieso rennen die weg? So, wieso? Wieso können die nicht einfach sagen, ja, bitte töte mich? Wir haben Stein abgebaut, ne? Ja, sehr nice. Sehr nice. Kann es sein, dass es mir angezeigt wird, wenn ich es treffe? Ist übrigens nicht die erste Gazelle, die ich erlege. Ist die zweite. Bei der anderen war es so, dass die stand einfach direkt vor mir, als ich am Looten war. Stand sie plötzlich vor mir und da habe ich sie einfach mal mitgenommen. Weil ich mir gedacht habe, nö. Du, das. Kann es sein, dass mir gerade angezeigt wurde, dass ich getroffen habe? So, aber da ich jetzt 4 Fälle habe, kann ich jetzt tatsächlich... 4 Fälle. Viermal, komm, die nehmen wir noch mit. So. Scheiße. Oder auch nicht. Okay, gut. Wir nehmen die Pfeile mit und gehen dann. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter. Ich will jetzt auch nicht zu weit. Ich wollte jetzt eigentlich zu den Hyänen laufen. Und das ist jetzt irgendwie zu weit weg. Das ist jetzt der Tag nach dem Angriff. Das heißt, morgen kommen die wieder. Und das heißt, ich müsste heute ein bisschen was holen gehen. Animal. Was? Wie geil! Nice, ich benutze das schon mal. Das ist, Tierkacke. Sehr schön. Es laufen halt auch sehr viele hier rum jetzt, ne? Aber das heißt, ich kann meinen Baum schön düngen. Ist das nice. Die sind übrigens auch heute früh so gewachsen. Und die haben auch, tragen auch schon Früchte. Das ist sehr schön. Weil ich das heißt, tatsächlich Früchte mitnehmen wollte. Split. Na gut, komm. Droppen wir eins. So. Sehr schön. Gut. In der Hoffnung, dass vielleicht schneller Früchte dran wachsen. So, dann kommt das Fleisch hier rein. Dann nehmen wir Seile raus. Steine. Müssen noch ein paar, oh, wir haben schon wieder nicht genug. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Holz. Noch mehr Holz. Okay. Erstmal am besten die Tasche. Wenn geht. Wenn es geht, natürlich geht es. Super. Und dann hier Backpack. Heavy Loads. Okay, Moment, 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 Moment. Lass drüber nachdenken, lass drüber nachdenken. Hier ist 4, hier ist 6. Und Heavy Loads. Ich glaube, dass der Backpack ist besser. Ich glaube aber, ich kann beides. Satchel. Satchel can be useful for carrying more stuff around with you. Increases your ability to carry heavy loads. Ich habe so das Gefühl, dass das einfach die Menge erhöht, die ich tragen kann. Und das die Menge erhöht von Sachen, die ich tragen kann. Ja gut, werden wir sehen. Werden wir sehen. Im Endeffekt... Ist es, wie es ist, ne? So, gut. Das heißt, wir packen das restliche Leder nirgendwo hin, weil wir kein restliches Leder haben. So. Nice! Platz! Endlich Platz! Super! Super! Okay. Sehr nice. Ich will überlegen, ob ich das mitnehme. Aber ich glaube, ich nehme lieber das hier mit. Okay, guck schon. Zack, Datteln. Und Kokonat. Oh, wir müssen unbedingt hier hoch. Da hoch irgendwie so eine Treppe machen. Da brauche ich nur hochgehen und kann das gleich pflücken. Ist auch super. Nehmen wir mal mit. Wir wissen ja nicht, was passiert bei den Hyänen. Wir speichern auf jeden Fall. Zack. Und dann auf geht's zu den Hyänen. Wir sollten vielleicht noch trinken. Bevor wir losgehen. Oh, da liegt ein Pfeil.
Ja, gut. Es ist halt nicht so einfach, ne? Also, ich finde es nicht so einfach. Könnt mir ja sagen, wie der das Spiel spielt und das, ja. Wahrscheinlich, haut ihr einfach alles weg. So, pornomäßig. So, ach, ich wollte ja noch Fleisch braten, während ich nicht da bin. Ah, wisst ihr was? Ich mache da Blätter rein. Das ist, also, geht ja auch. Das geht ja auch. So. Hello. It's me. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie viel genau. Wir machen mal Hälfte, Hälfte. Weil, sind wir mal ehrlich, ich habe so viel schon verbraten. So, und dann essen wir das hier. Zack. Ach, komm. Consume. Okay. So. Wir haben ein bisschen was gegessen. Wir haben voll getrunken. Wir haben Trinken dabei. Wir haben Heilung dabei. Wir haben den unnötigen Hammer dabei. Und der heißt nicht unnötiger Hammer, unnötig. So. Spitzhacke brauchen wir auf jeden Fall. Genau. Der Bogen. Pfeile. Oh, ich wollte noch ein paar Pfeile herstellen. Ich habe 3 Seile, 5 davon. Also brauche ich noch ein paar Stöckchen. Habe ich die Stöckchen etwa schon verbraten? Ach, wisst ihr was? Ich hoffe, ich komme einfach mit 18 Pfeilen aus. Und ich nehme noch das mit. Weil tatsächlich habe ich letztes Mal ganz gut damit gekämpft. So. Und ansonsten haben wir Kokosnüsse dabei. Für den kleinen Hungerdurst zwischendurch. Ja. Wir gehen jetzt mal los. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir noch weiter hier hin müssen. Es ist halt schon seltsam, weil ich damals da beim zweiten war. Und falsch gelaufen bin. Oh, das ist halt immer alles so ein bisschen verwirrend, ne? Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich laufe auf jeden Fall richtig. Und ich glaube, da war halt so eine Lehm, also so eine Grube. Und ich glaube, da kriege ich Lehm her. Also so kommt es mir vor. Dass irgendwie Lehmbrocken rumstehen. Dass das so eine ausgetrocknete Oase ist. Ja. Gut. Was sehen wir? Wir sehen nichts. Oh, die sind aber auch weit weg, ne? Die waren in meiner Erinnerung näher an der ganzen Sache dran. Weil das war so das Problem. Ich war nämlich bei dem da und bin anstatt zu dem dahin gelaufen. Das ist so das Problem, finde ich, dass du halt nicht richtig dich orientieren kannst auf der Map. Ja, weil du dich selber nicht siehst, weil... Ne? Ja, super. Sandsturm und ich bin einfach irgendwo. Ja, geil. Ey, ich wusste, dass sowas passiert, ne? Ja. Als hätten die gewartet, bis ich losgehe. Nee, oh nein. Als hätten sie gewartet, dass ich losgehe. Ja gut, wir werden sterben. Was anderes bleibt uns da nicht übrig. Naja. Da ist mal los, ne? Die Hyänen. Also gut, dass es überhaupt nicht schwer ist, so. Gut, dass das Spiel so einfach ist. Jetzt stell dich mal vor, morgen würden schon wieder die Viecher kommen. Ja, okay, ist schon vorbei.
wollte gerade nur sagen, stell dich vor, morgen kommen schon die Viecher. Und wir können gar nicht irgendwie erkunden gehen. Stell dich das mal vor, das wäre doch verrückt. Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde schon, dadurch, dass die Horden halt auch immer stärker werden, würde ich es schon schön finden, wenn es ein bisschen später anfängt, dass man so mindestens irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Tage Zeit hätte, sich aufzubauen. So, die Marker sind jetzt alle weg natürlich, ne? Ist halt auch gut. Falls man sich verlaufen möchte. Naja. So, da ist die Oase. Und da irgendwo in die Richtung, da müsste das andere Zeug sein. Aber irgendwie, ne? Oh Mann. Meint ihr, ich bin so weit in die Richtung gelaufen, dass ich mit der Oase verwechselt habe? Also ich weiß ja, dass ich zu dieser Schlammgrube gelaufen bin, weil ich dachte, dass es die Oase wäre. So. Da hinten ist das zweite von dem Stein. Wisst ihr, was ich meine? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich hier irgendwas gefunden habe? Das muss doch noch näher hier dran sein, oder nicht? Weil ich habe es ja schon vom Weiten gesehen und gesagt, oh, guckt mal, da ist die Oase. Da wäre ich mal nicht gestorben. Dann wüsste ich jetzt, wo ich hin muss. Wäre ich jetzt mal nicht in der Wüste. Aha, aha. Hab ich. Okay. Okay, passt auf. Haben wir gefunden. Haben wir gefunden. Da gibt es auch bestimmt Stöcke da. So. Die Hyänen werden mich angreifen. Ich würde sagen, ist kein Problem. Also kein Problem wäre gelogen. Es ist auf jeden Fall ein Problem, wenn ich angegriffen werde. Aber ich könnte tatsächlich Glück haben. Weil die anderen beiden bewegen sich weg. Das heißt, es ist nur noch eine Hyäne hier. Oder auch nicht. Wir bewachen den Eingang. Okay. Eine habe ich schon aber eingeloggt. Angelockt. Eingeloggt. Ja, okay. Oh Mann. Ey, er hätte mich fast gehört, ne? Verdammt. Ich würde halt ehrlich gesagt ungerne die Datteln essen. Hat es, die unterschiedliche Farbe was zu sagen? Nö. Okay, gut. Ist auch nach 3 Hits tot. Ich hätte gerne mein Pfeil wieder. Danke dafür. Danke für nichts. So, dann habe ich ja noch den Backpack, den ich bauen könnte. Da habe ich doch... Genau. Sehr schön. So. Dann können wir das hier. Und können hier ein Schild hinstellen. So, dass wir sehen, wo das ist. Damit wir wissen, wo die Dings ist. Ne? Ich habe keine Seile dabei, oder? Doch. Ich habe ein Seil irgendwie. Ich hatte ein Seil dabei. Okay. Holt 6 plus Items. Ah, ich kann das nur auf Backpack machen. Oh nein. Oh nein. Ah, komm. Gut.
ist auch, wäre halt auch blödsinnig gewesen. So. Okay. Nein, den Bogen sollte ich vielleicht behalten. So. Okay. Ist ja jetzt egal, wohin er zeigt. Obwohl, er zeigt noch da. So. Okay. Ja, sag ich doch, ist nicht weit weg. Es sind weder Ruinen noch sonst irgendwas. Ist es halt... Kann ich hier irgendwas was anderes? Nee, komm, Ruinen. So. Ist egal. Sind das jetzt Ruinen? So, ist Lehmgrube. Nee, ist das eigentlich... Oh, das ist auch eine Oase? Oder? Was ist das? Was bist du? Für mich sieht es aus wie eine Lehmgrube. Bin ich ehrlich zu euch. Stein. Okay. Also Steine auf jeden Fall einsammeln. Auf jeden Fall. Es ist halt übelst dunkel hier dran. Und jetzt kommt der Endboss. Ich würde so nicht lachen. Okay. Okay. Also ich könnte hier auf jeden Fall dann noch Seile... Also ich hätte hier dann Seile herstellen können. Metall. Wasser. Höhle. Höhle? Skorpione. Skorpione? Aua. Wow. Jetzt wisst ihr, wie mein Gehirn funktioniert. Ja, 2000 Jahre später. Huch. Nice. Auf jeden Fall kann ich schon mal trinken. Das ist doch positiv. Aber leider kein Metal-Ohr haben wir. Es wird auch langsam Nacht, ne? Lange sollte ich mich hier nicht aufhalten. Sollte ich mich auf jeden Fall demnächst mal nach Hause aufmachen. Ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, dass hier Clay ist. Aber hier ist kein Clay. Doch, 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 doch. Geil. Oh Gott. Das heißt, ich kann vielleicht doch den Ofen herstellen und kann schon Eisen einschmelzen. Und ich denke mal, wenn ich Eisen einschmelze... Ach komm, du bist doch auch Clay. Verdammt. Ehrlich, nur ein einziges Clay-Ding? Scheiße. Kommt da oben was? Nee. Schade. Okay. Wir müssen halt noch nach Hause finden. So. Moment, ich kann mir doch jetzt auch Kleidung herstellen. Weil ich habe doch ansonsten alles. Ah, nee. Ich brauche ja Cloth dafür. Clothed. Motor könnte ich gleich herstellen. Was für den Ofen brauche ich noch? Oh, wow. Ja, das ist halt jetzt ärgerlich, ne? Die Frage wäre halt, ob ich jetzt hier bleibe. Aber hell no. Morgen ist halt schon wieder, ne? Besuch. Die Familie kommt zu Besuch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vom Survival-Aspekt her, ja. Es ist halt einfach so. Ja, von der Geschichte her, du bist gestrandet. In der Wüste. So, was willst du tun? Ne? Also vom Survival-Aspekt her alles richtig. Mit den Sandwürmern, dass die dann kommen. Also ich finde es vom Survival-Aspekt her schon übelst schwer. Naja, es geht. Übelst schwer. Ja, gut. Ne?
Es geht. Aber jetzt kommt morgen schon wieder die Viecher. Also ich finde, die Viecher sind halt echt übertrieben. Und ich weiß nicht, kann man das umstellen? Nee. Also man kann nicht einstellen, so die Schwierigkeit davon. Und das ist halt, ja, es ist meiner Meinung nach ein Problem. So. Sag ich, wie es ist. Ich würde jetzt auch eins essen. Weil ich sehe hier nirgendwo ein Kamel. Ich glaube, ich würde sogar beide essen. Da ist das Ding. Ich werde es da hin. Also langsam lerne ich die Map kennen. Sehr langsam. Okay. Also auf jeden Fall ist da eins. Oh Mann. Wisst ihr was? Wir machen. Wir machen es so, dass ich die Folge jetzt beende und nächste Folge werde ich dann zu Hause sein und geschlafen haben. Weil ich denke mal, heute Nacht passiert nichts mehr. Und morgen müssen wir uns dann auch gleich in aller Frühe schon vorbereiten auf die Angriffe. Oder den Angriff. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich zurücklaufen. Würde ausladen. Und würde schlafen gehen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder mit dem Angriff. Ja. Wenn die Erde dann vibriert. Yay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.